Wir befinden uns jetzt im Zelt der Hauswirtschaft und ich sehe schon gleich beim Reinlaufen etwas sehr Interessantes, nämlich Haushaltsmaschinen mit ganz interessanten Mixvorrichtungen. Für was auch immer die gut sein mögen, leider ist momentan niemand da, der uns das erklären könnte. Aber wir schauen mal weiter, was es hier noch so gibt im Bereich Hauswirtschaft. Und ich sehe, hier ist ein riesen Andrang beim Zwiebelschneider vor allem. Ja, ich sehe schon, dass die Menschen sehr viel Probleme haben mit ihren Zwiebeln. Alles Schneider, alles Mixer. Warum sind Sie hergekommen? Zu gucken, was für Neuheiten es gibt. Was interessiert Sie da am meisten? Ach ja, so für den Haushalt irgendwas, ja. Oder schon was gekauft? Haus? Nein. Was Sie kaufen? Das kommt noch. Ja. Nichts passieren. Es gibt Pfannen, bei denen es tatsächlich nichts zum Anbrennen gibt. Nein, man hat Edelstahl, man kann mit dem Wender reingehen. Wir können ja gerne Pfannkuchen machen. Man macht den mal rein, dass Sie sehen. Und der klebt jetzt genauso fest wie an jeder anderen Pfanne. Nur sobald sich die Bohrung schon habe, löst sich so wieder von alleine weg. Muss man jetzt nur warten, bis er abgetrocknet ist. Dann ist der Boden unterbraun und man kann ihn wenden. Kein Problem. Ohne verkleben, also ohne Öl? Ohne Öl. Geht auch das Fleisch ohne Öl. Wir machen Gemüse in Kartoffeln ohne Wasser. Hat den Vorteil, wenn man das Gemüse ohne Wasser macht, bleiben die ganzen Vitamine und Mineralstoffe bleiben erhalten. Man lässt alles Gesunde im Gemüse und schüttet es nicht mit dem Kochwasser weg. Sie sehen, irgendwann ist die Bräune vorhanden und dann kann man sie schön drehen. Und das Ganze ohne. Sie haben doch garantiert irgendwas in den Teig gemacht, hm? Das zeige mir, wenn Sie wollen, bei Ihnen in Ihrem Haushalt. Sie machen Ihren Teig und wir kommen und zeigen es Ihnen. Sie möchten mir Pfannkuchen backen? Das nehme ich gerne in Anspruch. Jetzt haben Sie sich was eingebrockt. Ich werde 20 Leute einladen. Nehmen Sie diese Karte mit, dann laden Sie 20 Leute ein und ich komme zu Ihnen und koche. Von mir aus auch die Kamera ist überhaupt kein Problem. Ja, ich wäre sofort dabei. Ich bin Hobbykoch, das würde mich sofort interessieren. Ja? Wäre das was für Sie, dieser Topf? Ja gut, das kann man jetzt im Stegreif nicht so sagen, ne? Aber das muss man leider schon ausprobieren. Ne? Eine Pfanne, in der nichts anbrennt, wo man kein Öl braucht? Optisch hört sich gut an und akustisch auch, aber man muss es ausprobieren. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, weil die haben ja ihre Tricks. Ne? So sehe ich das genauso. Ne? Aber da ist kein doppelter Boden. Ja, weiß man's. Ist der Thermomix, der Alleskönner für Ihre Küche, der perfekte Partner, hat die Funktionen von 12 Küchenmaschinen in sich vereint. Und hat die wunderbare Gabe, das untereinander gleichzeitig noch zu verbinden. Das heißt, er rührt, er mixt, er emulgiert, er zerkleinert, er knetet Teige und er ist gleichzeitig ein Dampfgarer. Alles in einem Gerät. Wie schaut denn alles komplett aus, wenn man das jetzt kauft? Was ist da alles dabei? Leider kein Zauberkopf, aber alles komplett. Schaut einfach so aus. Wenn ich den Deckel aufmache. Einmal hier Flüssigkeit drin, Gemüse. Deckel drauf und wir hätten die Möglichkeit, in drei verschiedenen Etagen übereinander im Dampf zu garen. Das heißt Kartoffel, Gemüse, Fleisch, Fisch und aus der Garflüssigkeit noch die Soße nachher zu zaubern. Können Sie noch mal ganz kurz aufzählen, welche Geräte in diesem Gerät alles drin sind? Noch mal ganz kurz. Eine Getreidemühle angefangen, eine Mohnmühle, eine Digitalwaage, eine Teigmaschine und eben die Kochfunktion und der Dampfgarer. Aber keine 12. Ein Eierkocher, ein Wasserkocher, also man könnte anfangen, ich kann noch viel aufzählen. Vielen, vielen Dank. Wie schmeckt denn der Eiskaffee? Wunderbar. Wollen Sie probieren? Sie hat noch ein bisschen die Chefin. Ich vertraue Ihnen da voll und ganz. Was sagen die anderen? Wunderbar. Super. Wunderbar. Das beste Gerät, was auf meinem Markt gibt, ist dieses. Haben Sie das auch zu Hause? Die Küche drin. Die ganze Küche ist da drin. Ich kenne sie schon viele, viele Jahre. Ach, sie haben das Gerät? Eine ist nicht so modern wie die. Aber ich habe jetzt nicht das nötige Kleingeld, jetzt ein neues zu kaufen und die alte wegzuwerfen. Das geht natürlich. Also Sie sagen, es ist wie ein Original Eiskaffee im Café, ja? Aber viel besser. Das ist doch mehr Natur. Die Haussachen, die Neuheiten, ja. Mode, Schmuck. Jedes Jahr hier? Fast, ja. Woher kommen Sie? Aus Mannheim direkt. Da haben Sie ja nicht weit. Viel Spaß noch. Danke. Location TV, live on stage.